Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Info-Guide-Video auf Ark Survival Evolved. Ich habe mir gedacht, da das letzte Video sehr, sehr alt jetzt schon ist, beziehungsweise vielleicht gibt es ein paar neue Einstellungen, die ich vorgenommen habe, die ja ein bisschen das Spielen erleichtern auf jeden Fall, die wir nochmal durchnehmen. Ich werde unten, kurz zur Info am Rande, ich werde unten in der Videobeschreibung die Zeit ein bisschen verlinken, damit ihr ungefähr wisst, wann was besprochen wird, damit ihr es ein kleines bisschen leichter habt, wenn ihr nur gewisse Punkte suchen wollt. Wir starten rein in lokales Spiel, denn auf allgemein ist natürlich das Erste, was uns entgegenspringt, der Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad, jeder Punkt dafür steht für ein gewisses Maximallevel an Dinos, was in Ark als Höchstlevel spawnen können. Zum Beispiel das Difficult Level 1.0 beschreibt einen Maximalwert von 30. Natürlich das Difficult Level 2 beschreibt eine Nummer von 60, bei 3 90, bei 4 120 und bei 5 150. Und damit ist auch Schluss. Höher wie 5.0 funktioniert es nicht, also 150 das Maximallevel. Es gibt jedoch folgende Situation, wo es natürlich nicht drauf zutrifft. Also, es geht zum einen Tech-Dinos, also metallische Dinos, da trifft es nicht drauf zu. Die können bis 30 Level mehr höher spawnen und dann gibt es natürlich noch auf gewissen Maps Drachen. Jegliche Art von Drachen sind auch mit höheren Level vorhanden. Also, ob es jetzt ein Eisdrache ist, ob es jetzt ein Feuerdrache ist, ob es jetzt ein Giftdrache ist. Oder ein Rockdrake, ein Felsendrache sozusagen, den man auf Aberration findet gerne. Die haben, wie gesagt, höhere Spawn-Levels bis 190, sage ich, ist es möglich. Hingegen metallische Dinos wie ein Tech-Parasaurus, ein Tech-Stego, ein Tech-Rex und ein Tech-Trike, der eigentlich sehr selten zu finden ist, nur auf Genesis 1 im Mondgebiet. Da kann man den finden. Von einem Level bis zu 180. Aber ein kurzer Info am Rande ist, die Island ist das Maximal Level 120. Egal was für Schwierigkeitsgrad ihr einstellt. Außer ihr könnt natürlich auf Server die Sachen höher stellen und auf PC natürlich mit Mods arbeiten. Das ist natürlich klar, aber sonst ist das Maximal Level 120, außer in Höhlen. In Höhlen spawnt meistens das Level zwei bis dreimal so hoch. Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber das spawnt mindestens das Level höher, mindestens bis zu dreimal könnt ihr gut rechnen, wie euer Level. Also wenn ihr jetzt ein 100er T-Rex habt, bekommt ihr auch 300er Gegner in der Höhle. Keine Angst. Das sind aber, wie gesagt, euren Schwierigkeitsgrad dementsprechend angepasst. Wenn ihr jetzt ein 1.0 T-Rex habt mit 30 Level, wird der Endgegner nicht auf 5.0 spawnen. Also es wird immer mit euch ein bisschen angepasst. Klar, die Schwierigkeit entsprechend, dass es nicht zu leicht ist, aber auch, dass es zu schaffen ist. Hingegen, also die einen und Genesis 2, und zwar diese Map hier, das ist das Maximal Dino Cap Level 120. Höher geht nicht, egal was ihr hier einstellt, es ist egal. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, Hubi, man kann maximal nur eins einstellen, die Leiste ist full. Ja, ihr müsst das manuell einstellen, ihr müsst praktisch hier, wenn ihr sagt, ich will 150er Dinos gern haben, auf restlichen Karten wie Genesis 1, Scorched Earth, Aberration, Extinction, The Center, Ragnarok, Valguero und Iso-Crystal oder Crystal Ice, wie ich das genannt habe, sind maximale Dino-Level 150. Crystal Ice gibt es ja auch Drachen, die man mit Kristallen passiv zähmen kann. Jedoch sind diese Drachen nur bis Level 150 zu finden. Wie gesagt, Eier sind bis Level 190 möglich. Meistens sind es um den Durchschnitt zwischen 170 und 180 oft zu finden. 190 ist sehr, sehr selten, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, auch gefühlt in meiner Spielkarriere nur drei Eier bis jetzt gefunden. Damit dieser Schwierigkeitsgrad auf 5.0 wirksam wird, müsst ihr aber allgemein ganz runter scrollen. Maximaler Schwierigkeitsgrad müsst ihr einen Haken reinmachen. Es steht zwar hier geschrieben, legt das maximale Dino-Level fest auf 55, auf egal welcher Karte, nur auf die Island ist es gekappt, auf 120. Auf Scorched Earth ist es gekappt, auf Genesis 2 ist es gekappt bis auf 120, da ich diese Map gerade spiele und nie ein höheres Dino-Level gefunden habe. Wichtig ist aber auch, wenn ihr jetzt angenommen das Spiel speichert, schließt und ihr geht nächsten Tag wieder online, das ist die einzige Einstellung auch der Schwierigkeitsgrad, der jedes Mal erneuert werden muss. Er wird sonst nicht funktionieren und er wird auch nicht irgendwie tatkräftig irgendwie damit unterstützt, beziehungsweise ihr müsst es immer wieder erneuern, den Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr praktisch 3.0 habt, müsst ihr auch wieder auf 3.0 einstellen, damit die Dinos auch, wie gesagt, nachspawnen, nach einem gewissen Reihe. Es gibt natürlich eins Folgendes zu beachten, das machen wir aber im Spiel drin. Wie gesagt, damit das jetzt wirksam wird, angenommen, ich sage jetzt, ich will jetzt High-Level-Dinoskin haben. Ich habe jetzt mit einem Schwierigkeitsgrad von 3.0 gespielt und würde jetzt das sehr, sehr gerne mit einem Schwierigkeitsgrad von 5.0 spielen. Ich würde jetzt doch gerne High-Level-Dinos haben, wie gesagt, das sind jetzt doch, ihr seht, 36, 72, 48,
Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad auf 3.0 eingestellt. Ich würde aber jetzt doch gern sagen, okay, ich will jetzt doch High-Level-Dinos haben. Da müsst ihr praktisch bei PC oder Computer die Tab-Leiste öffnen, auf PlayStation-Controllern L1, R1, 4 und 3 gleichzeitig drücken und dann folgenden Cheat eingeben: Destroy Wild Dinos. Sie sind weg. Wie gesagt, die Dinos sind jetzt verschwinden. Keine Angst, in näheren Umkreis, wo ihr jetzt euch aufhaltet, spawnt nichts nach. Also ihr müsst jetzt ein Stückchen fliegen. Ihr seht, 116 ist wieder hier drin. Auch wir finden jetzt doch, wenn wir ein bisschen suchen, maximale Dino-Level. Das Einzige, was ich euch auch empfehlen würde, nicht auf 1.5, wäre der Dino-Schaden. Der Dino-Schaden würde ich vielleicht für Anfänger auf 0.8 machen. Das ist der Schaden, den feindliche Dinos machen. Es ist vielleicht auf 0.8 am Anfang ein bisschen sehr, sehr, muss ich sagen, einfacher für euch zu verstehen, beziehungsweise ein bisschen leichter, damit man einfach gewisse Raptoren und alles nicht gleich instant stirbt. Ja, dann scrollen wir ein kleines bisschen runter und zwar würde ich euch den Tipp geben, den XP-Multiplikator. Das ist ein Multiplikator fürs Farmen, fürs Sammeln, fürs Dino-Zähmen etc. Egal was ihr macht, ob es bauen, ob es mit euren Dinos und anderen Dinos tötet, bekommt ihr natürlich XP-Punkte. Mit diesen XP-Punkten könnt ihr in euren Level aufsteigen und dann Engramme freischalten, die wir hier zu finden, die wir hier finden. Nur ein Beispiel, was es gibt. Ihr seht es selber. Es ist eine verdammt lange Palette, was ich hier an Engrammen gibt. Außer Tech-Sache ab, Tech-Stiefel hier unten, das sind nur Engramme, die ihr hier seht, die man mit speziellen Bossen freischaltet. Alles mit Tech. Alles andere könnt ihr ganz normal freischalten, je natürlich Karte angepasst. Es gibt Karten, wie gesagt, auf die Island. Da werdet ihr natürlich jetzt nicht einen Ravager-Sattel finden oder einen Rattensattel oder je nachdem oder eine Klippenplattform. Das gibt es nicht. Man kann es aber auch einstellen am Server. Hier Solo-Spielstand geht es leider nicht, dass man alle Engramme sozusagen freischalten kann. Nur ein kleiner Info am Darande. Also wie gesagt, da würde ich vielleicht mindestens 1.5, damit ihr ein kleines bisschen schneller levelt im Gesamtding, damit ihr nicht ewig lange den Grundprozess habt. Ich werde aber am Schluss, beziehungsweise in einer externen Let's Play das aufnehmen, wie man einen XP-Run macht. Es gibt auf die einen, auf der Startmap wirklich Sachen, so Dose kann man das nennen, praktisch so Info über jeden Dino gibt es da, wo man sich gleich ein bisschen was über die Geschichte von Ark enthält. Denn ja, auch Ark behaltet eine Story. Ihr seht oben Ark-Stories, das sind diese Karten, wenn man die durchspielt, werdet ihr die Geschichte von Ark kennenlernen. Und das unten sind eigentlich so Mod-Maps, die generiert wurden. Teilweise kostenlos, teilweise mit gewissen wirklich Anforderungen, was du empfehlen musst, damit du es freischaltest. Aber das sind super Bonus-Maps. Die ersten oben sind wirklich die Missionen oder die Geschichte und da unten sind die Bonus. Wie gesagt, damit ihr ein kleines bisschen schneller levelt. Und auf die Island gibt es Kisten, wo man natürlich Infos über Dinos erhält und da generierst du XP. Das werde ich in einem neuen Video aufnehmen. Ganz am Schluss des Videos werde ich es euch verlinken, beziehungsweise werde es bei der Endcard sehen, damit ihr, wenn ihr sagt, okay, das ist cool, Hubi, 1.5 ist gut, aber ich will doch noch ein bisschen schneller leveln. Das war eine kleine Info am Darande. So, dann gehen wir natürlich gleich ein die 10-Geschwindigkeit. Die 10-Geschwindigkeit werde ich aber auch kurz jetzt eine Seite wechseln, die ich wirklich sehr gerne empfehlen würde. Und zwar, ihr seht jetzt selber, ich bin auf der Seite Durodex hier angelangt. Ich muss sagen, Leute, ich empfehle für jeden Spieler, selbst ich nutze sie schon ewig, jetzt hat das ich auch Spiele. Ich finde diese Seite grandios. Denn diese Seite zeigt euch über Tiere. Angenommen, es würde jetzt ein T-Rex. Hier seht ihr sogar Bilder. Wenn ihr jetzt nicht schlüssig seid, wie ein Tier heißt, könnt ihr auf alle Creatures gehen und ihr seht selber schwimmende Kreaturen, fliegende Kreaturen. Es gibt halt wirklich eine komplett große Palette, die auch schon wie ein Spino, aber ich weiß jetzt nicht die Namen. So, angenommen, wir gehen jetzt hier auf den Baryonyx. Wir haben einen Schwierigkeitsgrad von Stufe 3, das spricht maximal Level 90. Das können wir hier jetzt eingeben. Angenommen, wir haben jetzt einen Baryonyx gefunden mit Level 85. Dann haben wir einen Taming Speed drin von 3. Dann sehen wir auch hier unten die Zeitangaben rechts in der Mitte bei Time. Hier sehen wir gleich Bonus Level, da kommen wir gleich noch hin. Aber hier links seht ihr bei Food, damit ihr ungefähr seht, okay, was frisst mein Dino am liebsten? Wie gesagt, er frisst natürlich am besten Kibbel. Kibbel sind, ist einfach ein Mix aus einem Ei von einem Dino. Es ist random, es muss nicht befruchtet sein, weil Dinos legen nach einer gewissen Zeit immer Eier. Es gibt natürlich noch einen Trick, da kommen wir aber später nochmal drauf hinzu. Wie gesagt, du kannst mit Kibbel Gemüse, weil es gibt Gemüsesorten, 4 Stück dazu, Karotten gibt es hier dazu, Zitronen, Kartoffeln und Mais. Wie gesagt, und mit gewissen Beeren, mit roten, blauen, lilanen, da gibt es verschiedene Beeren, musst du das mit Fasern in einen Kochtopf geben, beziehungsweise es gibt einen kleinen Kochtopf oder einen großen Industriekocher, da kannst du Kibbel herstellen. Kibbel hat den einzigen Vorteil, eure Effizienz geht vom Dino nicht verloren. Das spricht, wenn ihr jetzt praktisch ein Dino downschießt und sobald er schläft,
werdet ihr das Instant füttern können und ihr habt keine Bonus-Level-Verlust. Denn wenn er sich in einem 85er Baryonyx 10 mehr ist down und 10 ihn dann bekommt er, ihr seht hier links, 42 Level als Bonus hier links. Also er bekommt die Hälfte seiner Level als Bonus und ist am Level 127. Also sprich, je besser ihr euch kümmert, sobald ihr down geschossen ist, desto mehr Level bekommt ihr dazu. Es ist natürlich wichtig, wenn ihr down geschossen ist, ihr darf keinen feindlichen Schaden von euch erhalten, nicht von euren eigenen Dinos oder von fremden Dinos. Genauso auch von Barrikaden oder wenn ihr Fallen für ihn platziert, dass ihr keinen Schaden. Also wie gesagt, je besser ihr euch um ihn kümmert, desto mehr Level bekommt er dazu. Man kann natürlich diesen kleinen Trick auch ein bisschen umgehen, muss ich sagen. Ihr seht ja selber, was ihr als Alternative immer frisst, wie zum Beispiel Prime Fischmeat. Weil unser Baryonyx, unser guter Freund, ist zum Beispiel ein reiner Fischfresser. Es wird auch kein anderes Fleisch jetzt angegeben. Er frisst wirklich nur Fleisch. Ihr seht ja selber, wie lange der 10-Fortschritt insgesamt dauert. Also normalen Fisch zu ungefähr 20 Minuten bei Level 85er. Da ich aber auch Maxed spiele, also ein 5.0 Server, ihr seht selber, habe ich einfach einen Durchschnittslevel von 150 und da dauert es eine gute halbe Stunde. Wie gesagt, da sind 20 bis 30 Minuten, maximal 35 Minuten drin, was man planen muss, damit dieses Tier, wie gesagt, fertig gezähmt wird. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, der andere, ich habe jetzt keinen Kirbel, ich will aber trotzdem schon sehr gerne Bonuslevel haben. So, es wird hier angezeigt, 25 Prime Fish Meat. So, ein Prime Fish Meat wird bei 70 gefressen, bei 50 gefressen, tut mir leid, bei 50 gefressen, genauso wie ein Prime Filet, wie gesagt, bei 50 Nahrungsverlust, der Nahrungsverlustanzeige des Dinos, wird dieses Filet gefressen. Da bekommt er natürlich, wie gesagt, eine Effizienz dazu, immer einen gewissen Prozentsatz, und wenn das voll ist, dann habt ihr ihn gezähmt. Ihr könnt natürlich jetzt auch rechnen, 25 mal 50, und dann könnt ihr praktisch ausrechnen, okay, mein Dude, der braucht jetzt genau 1250 Nahrungsverlust, damit das auch klappt, damit ihr praktisch instant gezähmt ist. Da wartet ihr so lange, bis er so lange gehungert ist, gebt ihm das Ganze erst nach 10 auf einmal komplett durch und dann habt ihr so gefühlt auch keinen 10-Verlust. Wie gesagt, vielleicht ein bis zwei Level, das kann auch schon passieren, je nachdem. Was hier auch sind, sind sogar 6 Level, vielleicht habt ihr nur ein bis zwei Level Verlust, also je mehr Level ihr dazu bekommt, desto besser Level euer Dino natürlich hoch am Endlevel. Genauso wird auch hier unten angeschrieben, was ihr an Narkosemittel braucht. Praktisch, es gibt diesen Narkosemittel, das hergestellt wird aus einem Mörser mit vergammeltem Fleisch. Und natürlich wird es auch hergestellt mit diesen schwarzen Beeren. Wie gesagt, es wird gemischt, wird dann gemixt. Der einzige Vorteil ist vom Narkosemittel, es vergammelt nicht. Es bringt 20 Narkose, ein so ein Narkosemittel. Hingegen 5 Beeren, natürlich 5 bringen und 5 Beeren mal 5 sind 25. Also es bringt im Durchschnitt mehr, aber diese schwarzen Beeren verfaulen auch. Dann geht es noch auf Aberration. Diese schwarzen Pilze und es gibt bei den Quallen hier dieses Gift. Das Gift ist ja cool, verfault halt, kann man auch in den Kühlschrank packen, damit es länger haltbar ist, aber das ist auch natürlich eine gute Alternative. Hier unten wird beim Knockout-System natürlich auch euch beschrieben, wie viel ihr für Pfeile braucht oder je nachdem, was ihr habt. So, jetzt habe ich hier das schon eingegeben, mal angenommen, ich habe jetzt eine 100%ige Armbrust oder ihr findet einen Bauplan für eine Armbrust, der 500% bietet, also 500 Schaden. Das wirkt sich auch auf die Narkose an, weil wenn ich jetzt 100 eingebe nur, brauchen wir 600 Pfeile. Wenn ich jetzt eine Armbrust habe mit 500 Waffenschaden, brauchen wir nur noch 6 Pfeile für eine 150er Baryonyx. Ihr macht zwar mehr Schaden, aber jedoch macht ihr auch viel mehr Torpor. Also ihr könnt natürlich euch das so ein bisschen, wir gucken, okay, ich gehe jetzt los mit 35 Darts, das reicht auf jeden Fall. Sollte ich vielleicht 4-5 daneben schießen, habe ich noch ein klein bisschen Puffer auf Reserve oder so, damit ihr ungefähr wisst, okay, was wird hier so beraten. Da könnt ihr natürlich auch nicht runtergehen, bei Stats ist hier unten ein Stat Calculator. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt eingehen, okay, mein Tier hat jetzt angenommen, hier hat sich schon praktisch ein bisschen, hier ist er schon gar eingegeben. Und zwar, angenommen, er hat jetzt verdammt viel Leben, der Dude, wie gesagt, er hat jetzt vielleicht so 2800 Leben. Da seht ihr selber, da wird die Heilleiste natürlich, es ist unten im Diagramm, zeigt sich das schön an, verändert sich das. Er sieht zum Beispiel, angenommen, er hat jetzt 30 Punkte in Gewicht, aber dafür auch 28 Punkte im Leben, dann habt ihr extrem viel Hunger, aber auch guten Lebenswert. Und da könnt ihr ein bisschen so durchchecken, okay, welche Werte hat mein Dino? Denn diese Werte, die hier vorgegeben sind und wie das runterspringt, das haben sie auch im Spiel. Also wie gesagt, 1 zu 1 ist das übergeben. Da könnt ihr sagen, okay, der Dino ist sinnvoll, der Dino ist nicht sinnvoll. Weil nicht immer ein 150er Dino hat auch immer die besten Werte. Manchmal sind das Dinos, die im Level 120 einen besseren Durchschnittswert haben an Leben, Ausdauer, Gewicht oder so. Was farmt der Dino am besten? Jeder Dino hat spezielle Eigenschaften in Ark. Denn
Nicht nur mit Waffen oder Spitzhacken oder Äxten könnt ihr Sachen abbauen, sondern auch mit Dinos. Ihr seht auch, wenn ihr praktisch hier draufklickt, immer auf die Ressourcen. Praktisch die Mining Drill hat einen 5-Sterne-Wert, die von 5. Der Magmasaurus hat natürlich einen 4.3, da kommt erst die Spitzhacke, da kommt der Mantis. Ganz unten, ihr seht selber, hat zum Beispiel die Spitzhacke. Und ihr seht auch selber gleich daneben die Weight Reduction, also wie gesagt, wie viel Gewichtsverlust praktisch schon da drauf ist. Wenn ich jetzt auf den Argentavis gehe, dann seht ihr auch drauf, okay, wo verliert ihr praktisch am meisten Gewicht? Dann könntet ihr auch wieder hier Stats Calculator machen. Wie gesagt, da ist natürlich das Gewicht wichtig, weil jedes Tier hat andere Eigenschaften. Wie zum Beispiel ein T-Rex viel Fleisch farmen kann, hat natürlich zum Beispiel hier ein Argentavis den größten Verlust natürlich gerade der Metall oder Kristall, je nachdem schwere Objekte übelst billig transportieren kann. Das war ein kleiner Einstieg zum Durodex. Wie gesagt, ihr könnt natürlich das Level checken eures Dinos, was er frisst. Und ein kleiner Tipp wieder, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Wenn ihr das beste Level haben wollt und habt nicht das beste Fleisch, lasst ihn runterhungern, geht auf Dorodex, angenommen, er muss 30 Fleisch fressen, Fleisch frisst er bei 50, dann Kibble, wenn ihr das beste Futter habt, frisst er bei 80, aber da habt ihr keinen Verlust, das könnt ihr instant reinschmeißen, da ist wirklich 100%, also 99,9% Effektivität, das eine 0,1% lassen wir jetzt mal stehen. Und bei Bären frisst er bei 30, das ist so ein kleiner Tipp am Rande, könnt ihr euch geben. Wie gesagt, damit ihr euch ein bisschen so ausrechnen könnt, okay, er frisst jetzt 2000 Beeren angenommen, dieser Stego, den ich jetzt sehen will, damit ihr den besten Effizienzwert noch habt. So, jetzt wieder auf allgemein. Jetzt habe ich euch kurz den Dodo-Dex ein bisschen erklärt, damit ihr so ein bisschen ungefähr ein kleines Feeling dafür bekommt. Und jetzt scrollen wir einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar, was ich vielleicht empfehlen kann, wenn ihr jetzt nicht das höchste Level der Dinos habt, der Dino-Ernteschaden. Das ist der Schaden, den Dinos an Bäumen, Steinen, Metallsteinen, Sträuchen jedoch Schaden machen. Kleine Info am Rande, egal ob's, was für ein Dino es ist, Bären sind immer One-Hit. Wie gesagt, gewisse Dinos haben ja auch einen Schadenswert, was ich euch gerade gezeigt habe mit dem Melee-Damage. Angenommen, ein Ankylosaurus oder ein Stegosaurus, je nachdem, die haben einen Schadenswert von 130. Wenn natürlich gewisse Steine brauchen, vielleicht auch einen Dreischläge. Jetzt könnt ihr praktisch mit dem Dino-Schadenwert ein bisschen dagegen steuern und sagen, okay, ich will gerne alles One-Hitten. Dann macht ihr einfach auf 2.0, dann geht das Farm ein bisschen schneller. Es geht einfach darum, damit ihr ein bisschen weniger Zeit in Arc verbraucht. Wie gesagt, es ist ein Spiel, was 80% des Farmens nur irgendwie zur Verfügung stellt. Und dann empfiehlt es sich halt schon, wenn man sagt, man kann ein kleines bisschen eine Beschleunigung machen. Dann würde ich natürlich, beziehungsweise was ich noch ansprechen will, denn je weniger ihr vom Level habt, desto niedriger sind auch die Werte. Es ist ja klar, ein 150er Baryonyx, was wir gerade haben, kann natürlich nicht den gleichen Schadenswert haben wie ein Level 60er. Wie gesagt, das ist natürlich in der Legation ein bisschen verhältnismäßig. Was natürlich auch cool ist, ist die Erntemenge. Wie gesagt, das ist so viel, was ihr beim Bäumen rausbekommt. Also wie gesagt, wenn ich jetzt bei einem ganz normalen Baum 60 rausbekomme, bekomme ich bei einer Erntemenge 2.0 natürlich 120 raus. Da könnt ihr natürlich auch einen Tag mal eine 8x8 Foundation, also 8 Felder auf 8 Felder, so ein Rechteck, gut auf, keine Ahnung, wie hoch ihr das bauen wollt, aber da könnt ihr das gut, wenn ihr ein bisschen flott seid, auf einen Tag eine kleine Hütte euch zusammenzimmern. Und es ist halt sehr angenehm, besonders wenn man alleine spielt. Also kann ich auch empfehlen, dass er auf 2.0 das macht. Sehr, sehr wichtig ist der Wasserverbrauch und auch der Nahrungsverbrauch des Spielers. Ich würde euch jeden empfehlen, den auf 0.8 zu stellen. Beziehungsweise auf 0.7 mir vielleicht noch ein kleines bisschen angenehmer, denn der Wasser- und Nahrungsverbrauch ist es am Anfang nervig. Wenn du das erste Mal auch spielst, ist es eine Tortur, überhaupt zu überleben, denn du musst dich nur mit feindlichen Raptoren oder die sonstigen Dinos auseinandersetzen. Es ist absolut Hardcore, muss ich sagen. Und wenn natürlich du zudem noch Nahrungsverbrauch übelst, weil, wie gesagt, der Nahrungsverbrauch richtet sich auch dadurch drauf, wie schnell du rennst. Das wird rechts anhand der Symbol anhand eines Blitzes dargestellt, um zu sagen, dafür brauchst du jetzt mehr Nahrungsleistung, wenn du viel rennst. Wenn das natürlich heiß ist, verbrauchst du mehr Wasser. Ist ein bisschen logisch, deshalb würde ich das sagen, ein bisschen runter auf jeden Fall, damit ihr ein bisschen Spielspaß auf jeden Fall habt. Ihr könnt es später, wenn ihr ein bisschen routinierter seid, wieder natürlich auf 1.0 stellen. Selbst ich habe es immer noch auf 0.8, weil keine Ahnung. Diese 0.2 Werte, es macht nicht viel aus, meint man, aber es macht dann doch ein kleines bisschen was aus. Was ich euch vielleicht auch empfehlen kann, ist der Ausdauerverbrauch vom Spieler und der Ausdauerverbrauch von Dinos. Denn Dinos und Spieler haben natürlich, wie ich schon gerade erwähnt habe, einen Blitzbalken rechts oben seht ihr den von Dino und rechts unten seht ihr den von Menschen anhand von eines Blitzes. Wie gesagt, das ist der Ausdauerverbrauch. Das könnt ihr euch ganz logisch vorstellen. Wie gesagt, wenn euer Datenvolumen vom Handy voll ist, geht es übelst schnell ins Internet und wenn das Datenvolumen weg ist, geht es übelst langsam. Genauso wie ihr seht, wenn der Blitz komplett weg ist, also leer ist, geht es übelst langsam mit dem Dino zu rennen oder zu fliegen, je nachdem. Kleine Info am Rande, wenn ihr fliegt und der Ausdauerverbrauch ist niedrig oder beziehungsweise leer,
wird euer Dino automatisch zwangslanden. Also egal was ist, wie gesagt, wenn die Aussage leer ist, ihr müsst landen. Jetzt, und ihr seht selber, gewunden, und jetzt hat ich das Symbol, dass er so erschöpft sein. Jetzt könnt ihr ja gefühlt nicht mehr fliegen. Also jetzt wird aber irgendwann die Eule zwangweise sagen, okay, hier unten ist jetzt leider, weil jetzt hier kein Platz ist, ist ein bisschen Blut, aber sie wird jetzt sagen, zwangsweise, okay, ich muss jetzt notlanden. Ihr seht es auch selber, sie wird jetzt hier notlanden, damit sie praktisch, okay, ihre Ausdauer wieder regenerieren kann. Dann regeneriert sie auch wieder die Ausdauer. Natürlich, sie frisst dann was, aber die Ausdauer wird auch wieder voll. Weil sonst seid ihr halt übelst langsam. Mein Charakter ist jetzt das gleiche. Ihr seht selber, wenn ihr natürlich lauft, wird natürlich die Ausdauer mit etwas sehr schnell beansprucht oder verbraucht ihr die natürlich auch schneller. Genauso beim Spieler, wenn ihr ein Ding ist, könnt ihr halt nicht mehr rennen. Das würde ich vielleicht auf 0,8 machen, vielleicht sogar auf 0,7 der Dinos, damit ihr ein kleines bisschen auch länger fliegen könnt. Und wenn praktisch ihr ein Level 40er Petri habt, ein Petrisaurus, wo ihr fliegen könnt, damit ihr auch ein bisschen länger in der Luft bleiben kann, auch wenn ihr nur 200 bis 300 Punkte Ausdauer habt. Was ich vielleicht auch euch nochmal ein bisschen empfehlen könnte, ist der Spielerernteschaden. Das ist natürlich der gleiche Schaden wie der Dinos, ist aber nicht zwingend notwendig, denn es gibt auch bessere Beacons im Spiel, beziehungsweise bessere Items im Spiel. Das werden wir im Spiel jetzt genauer beziehungsweise unter die Lupe nehmen. Manchmal sind Äxte drin, Spitzhacken, es ist random was drin. Manchmal sind auch Burgteile drin, aber es ist halt immer so random. Wie gesagt, hier sehen sie ein bisschen anders aus. Jede Map hat ein bisschen was anderes. Ihr seht selber, manchmal sind auch fertige Waffen drin. Wenn es natürlich, wie ihr seht, die beste Stufe überragend ist oder es ist eine überragende Waffe, ist das schon sehr, sehr angenehm. Denn es gibt einen gewisse Sachen, was ich euch auch beim Zähmen bzw. beim Knockout-System gerade erklärt habe. Es gibt Waffen mit gewissen Prozentsätzen. Die Standardwerte sind natürlich 100%. Es gibt auch Spitzhacken oder Metalläxte mit einem 400% Schaden, mit einem 300% Schaden und je nachdem geht es eigentlich auch schneller das Abbauen. Also es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Zu Beginn vielleicht würde ich es vielleicht empfehlen auf 1,5, damit ihr ein bisschen schneller vorwärts kommt beim Grund Ressourcenfarmen. Fadenkreuz an aus. Das ist standardmäßig aus, das würde ich anmachen. Es sind gewisse Sachen drin, die sind einfach nicht angekreuzt und deshalb würde ich sagen, okay, Fadenkreuz immer erlauben und an. Sonst würdet ihr hier nicht erscheinen ist und zwar ist es das hier, ihr seht ihr das Kreuz, genau das hier. Wenn das nicht drin ist, also nicht angekreuzt ist praktisch, dann seht ihr das hier nicht. Wie gesagt, dann ist auch auf jeden Fall eine gute Erleichterung. Was natürlich auch wichtig ist, auf Computer weiß ich zum Beispiel, könnt ihr auch Taste M die Karte aktivieren, Spielerpositionskarte. Ich glaube, ich auf PlayStation ist es die Touchpad in der Mitte, wenn ihr drücken müsst. Damit kommt ihr die Karte her und der ist automatisch auch nicht drin im Spiel. Auch weitere Näheres dazu. Ihr seht selber, dann ist hier dieser blaue Pfeil, den wir hier sehen. Da zeigt es uns kurz, das an, wo wir sind. Sonst würde dieser Pfeil leider nicht existieren. Und dann kann man sich ein kleines bisschen schlechter orientieren. Wenn ihr jetzt hier sagt, ich will auch sehr gerne so Punkte haben wie du, Hubi, und die Ding auf Computer, das ist auf P. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie es auf Konsole ist. Ich glaube, da müsst ihr auch Touchpad drücken, diese mitten, diesen Knopf. Links ist immer Breitengrad. Also angenommen, ich sage jetzt hier, ich will 20 nehmen. Und hier unten 30, das da genau hier ist meine Base so ungefähr. Dann mache ich die Best mit Base. Kann ich natürlich noch eine Farbe anwählen, mache mal lila. Drücke hier auf Annehmen und hier zeigt er es links oben. 20, 30 ist hier meine Base. Da können wir natürlich auf M wieder, auf P wieder klicken, genau. Können natürlich hier auf E entfernen gehen, das wieder entlöschen, damit ihr sagt, okay, ich will nicht zu viele haben. Bin umgezogen, eine neue Base. Dann könnt ihr auch sozusagen eure Karte wieder resetten. Ist der benutzte Leichenfinder. Denn in Ark kann man natürlich auch, wie gesagt, des Öfteren sterben. Denn PvE, wie gesagt, wilde Dinos, Kälte und alles, Hitze ist eigentlich der größte Feind vom Ark-Spieler. Denn ja, nicht nur ein PvP-Spieler, ein anderer Player wird euch ermorden, sondern auch, wie gesagt, andere Dinos wollen natürlich auch nicht immer das Beste für euch. Und deshalb, wenn er wirklich stirbt, das werden wir natürlich gleich im Spiel testen. So, wir machen natürlich es so, dass ihr auch, glaube ich, macht es so, dass ihr was seht. Angenommen, wir haben jetzt nur noch das Sach, die Sachen im Inventar und dieses Polymer nicht, auch, nicht wundern. Wenn man das isst, verliert man instant 500 Leben, damit ich auch hier gezielt sterbe. So, wir lassen uns jetzt einfach mal sterben, damit ihr den Vorführeffekt seht. Wie gesagt, wir sind jetzt hier gestorben. Wir haben aber das Häkchen drin im Spiel, beziehungsweise auch drin. Jetzt können wir natürlich bei unserem Bett ganz einmal respawnen. Die Animation ist halt auch immer cool, was die ist. Nicht wundern, das ist bloß auf Genesis 2, da bekommt ihr diesen Anzug immer wieder. Alle anderen Maps seid ihr natürlich jetzt hier nackig. Und jetzt, ihr seht selber, in Form eines so grünen Strahls, der zum Himmel empor ist, seht ihr, okay, hier ist meine Leiche, hier muss ich runter. Und dann seht ihr hier unten einen Beutel. Und da sind meine Sachen drin. Also, wenn ihr jetzt praktisch euch essen würdet, oder ihr stirbt, oder ein feindlicher Ding frisst euch, seht selber, ist nur noch hier ein Beutel. Dann könnt ihr hier auf alles nehmen natürlich klicken, habt eure ganzen Sachen wieder parat. Und somit findet ihr halt alles wieder easy. Beim Dinos wird er nicht angezeigt, aber nur bei euch. Wie gesagt,
Wenn euer Dinosaur leider weg ist, wenn es ein Primitiver ist, okay, der müsste ungefähr wissen, vielleicht wieder suchen. Wenn er natürlich als Charakter meistens auch dort stirbt, wisst ihr es, wo zu finden ist. Aber wenigstens eure beste Waffe vielleicht gesichert und damit ihr euren guten Stuff wieder habt. Was ich auch jedem empfehlen kann, denn ich habe ja gerade angesprochen, Engramme. Es gibt sehr, sehr viele Engramme in Ark. Können hier auf der Island gehen, da sehen wir die Engramme, die sind ganz oben jetzt, halt, werden zwar jetzt kurz nicht angezeigt, denn es gibt auch sehr, sehr viele Engramme in Ark. Man kann als Einzelspieler jedoch nicht alles lernen. Aber in Ark hat sich das Hilfe eines Trickes bedient. Es gibt gewisse Rezepte, die einen vielleicht vor Kälte ein bisschen schützen, die einen ein bisschen mehr Sauerstoff unter Wasser geben, die einen schneller rennen lassen oder die Herstellungsgeschwindigkeit von Items bestimmen, also ein bisschen beschleunigen. Zudem gibt es auch ein Gericht, wo man praktisch an den ganzen Engramm-Punkte, die man erlernt hat, sozusagen auf Null resetten kann. Man ist dann nach diesem Gericht wieder Level 1. Man muss seine Punkte wieder neu in Leben, Gewicht, Ausdauer, Nahrung und so weiter wieder verteilen. Jedoch ist es wichtig, damit dieser unbegrenzte Rezepte dieses anhabt, denn ihr seht selber, das ist das Elixier des Vergessens. Und wenn ihr praktisch nicht vorher, wenn ihr maximales Level seid und habt diesen Haken drin, müsstet ihr gefühlt ein Level aufsteigen, damit ihr dies immer wieder benutzen könnt. Das ist ein bisschen sehr logisch, wenn ihr Max Level ja mal seid, aber trotzdem gewisse Items immer wieder freischalten wollt. Deshalb könnt ihr das machen. Außerdem habt ihr auch da nicht eine Sperre drin, damit ihr einen Tag warten müsst. Denn wenn ihr das nicht drin habt, diesen Haken, und benutzt das Elixier des Vergessens, müsst ihr, wie gesagt, ein Level aufsteigen oder ihr müsst gegebenenfalls einen Tag warten. Und ein Tag auf Solo-Spielstand kann sehr, sehr lange sein. Also, wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt praktisch das Elixier des Vergessens benutze, ihr seht so, kann nur einmal in 24 Stunden aktiviert werden. Dafür müsst ihr, wie ich es gerade in Voreinstellungen demonstriert habe, diesen Häkchen drin haben. Wenn ich jetzt dieses Häkchen benutze, kann ich das jetzt verbrauchen? Bist du sicher, dass du alles verbrauchen willst? Ich nehme das und jetzt habt ihr praktisch wieder alles auf Level 1 zurückgesetzt. So, ihr habt natürlich jetzt auch keine Engramm-Punkte mehr freigeschaltet. Ihr seht selber, ihr seht wieder Level 1. Wir müssen natürlich erst wieder neues skillen. Ihr sagt, okay, ich habe letztens mal ein 400 Leben gehabt, das war mir ein bisschen wenig. Ich würde doch gern 500 Leben haben, so 520. Dann würde ich immer Ausdauer so sagen, 160 ist immer gut. Dann Gewicht ist vielleicht wichtig, damit ihr auch was tragen könnt. Das ist auch für PvP äußerst wichtig. Da ist 600, wie gesagt, ihr müsst es halt anpassen. Resistenz würde ich immer 10 Punkte reinballern, damit ihr nicht so schnell Durst habt, nicht so mal schwitzt, also nicht so schnell praktisch den Umwelteinflüssen euch aussetzen müsst und dahingegen auch ein bisschen resistenter seid. Dann ist natürlich cool, Bewegungsgeschwindigkeit. Ab 160 könnt ihr den meisten Dinos wegrennen und sogar bei 170 könnt ihr sozusagen fast allen wegrennen. Wasser, Nahrung würde ich nie leveln. Wie gesagt, man kann genug Essen mitnehmen und genug Nahrung. Jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen was essen. Ihr seht selber, wir regenerieren jetzt wieder Leben. Deswegen habe ich die Regeneration der Spieler nicht hochgestellt. Weil wenn praktisch eure Nahrungsleiste leer ist, bekommt ihr auch so einen kleinen Boost und werdet hier praktisch hier schneller hochgeheilt. Hingegen gibt es natürlich auch noch, wie gesagt, Items, praktisch hier, medizinisches Gebräu. Wenn ihr das trinkt, bekommt ihr auch noch ein bisschen mehr Leben dazu. Ihr seht selber, so 30 Leben sind immer gut drin pro Fläschchen, was hier rein snackt und geht es eigentlich auch recht gut. Und dementsprechend, wenn ihr natürlich hier levelt, bekommt ihr hier einen Grammpunkt. Und jetzt könnt ihr praktisch alles wieder lieblos freilernen. Denn der eine sagt, okay, ich habe jetzt letztens mal den Pinsel nicht freigeschaltet, den würde ich sehr gerne haben. Dann würde ich sagen, okay, die Holzbarrikaden sind cool, die würde ich auch haben, damit ich mein Dino ein bisschen einbauen kann, wenn er gezimt ist, dass es safe ist, würde ich gerne haben. Zum Beispiel, gewisse Sachen sind auch gecapped. Wenn ihr hier jetzt praktisch das Lederhemd erlernt, müsst ihr natürlich auch die Vorstufe und Stoffhemd erlernen. Also gewisse Sachen sind wirklich gleich. Aber wenn er sagt, ich habe schon Holzfloß gebaut, die 11 Punkte spare ich mir, brauche ich das nicht. Wenn er natürlich hier runter geht, er sitzt selber, dann hier bei einem Schutzanzug praktisch hier, wenn ihr sagt, den habt ihr schon oder angenommen, ihr habt das schon den Druppi-Nato-Sattler praktisch für dieses Tier freigeschalten, braucht ihr natürlich den nicht nochmal freischalten. Und dieses Elixier des Vergessens, mit diesen Häkchen könnt ihr unendlich benutzen, damit ihr unendlich leveln könnt. So, dann hier oben ist natürlich auch das drin, zum Beispiel Bauen in Höhlen erlauben für PvE. Jetzt könnt ihr auch einen Haken reinmachen. Und dann könnt ihr praktisch auch, wenn angenommen, ihr sagt, okay, hier ist eine kleine Klippe, da sterbe ich vielleicht blöderweise immer. Da könnt ihr praktisch ein Fundament hinsetzen, damit ihr leichter drüber hüpfen könnt. Ist ja vielleicht ein bisschen sehr angenehm, wenn man in Höhlen erkundet und immer doof an einer Stelle stirbt. Das würde ich vielleicht auch für den einen oder anderen empfehlen, wenn es interessant ist. So, dann kommen wir natürlich zum, wie ich sagen, Kackintervall. Wie gesagt, das sagt natürlich schon der Name. Es ist ein Dino-Intervall, wo ihr natürlich auch den Code des Dinos einstellen könnt. Und da könnt ihr ganz easy praktisch. Ihr seht auch immer, es wird auch immer schön, je höher der Wert, desto häufiger kann ein Dino-Platte sich entleert werden. Also sprich, je höher der Wert, desto höher kann ein Dino sich entleeren.
Was natürlich auch wichtig ist, ich habe es euch gerade gesagt, beziehungsweise auch angesprochen, es gibt ja auch gewisse Beeren, man kann auch alles anpflanzen und es gibt auch Dünger. Im Spiel aber weiteres dazu. Dünger, entweder ist man zähmt einen Dung Beetle, das ist so ein kleiner Kackkäfer, den findet man oft in Höhlen mit Dünger im letzten Slot. Wie gesagt, da müsst ihr einfach die Dünger in, kannst du mal aufheben, kann ich hier bitte durch. Dann packt ihr das einfach in den Nuller-Slot hier unten rein auf 0. Danke, dass du mich angekackt hast. Und dann könnt ihr ihn ziehen. Oder er stellt natürlich die hier. Da müsst ihr immer ein Stack Stroh haben und dann das Rest nicht einfach mit Dünger befüllen. Dann geht natürlich das auch easy. Dann bekommt ihr so Dünger raus. Die Dünger halten halt etwas länger. Die vergammeln halt auch nicht. Denn die Köttel hier an sich, wenn ihr die reinpackt in die Beete, die vergammeln mit der Zeit. Da können wir auch mit der Zeit hier diese Pflanzen herstellen. Ihr seht selber ein mittelgroßes Ding. Ihr seht, der Dünger hat einen Stickstoffanteil von 54.000, hingegen, dass nur ein Kuhhaufen so 8.000 hat. Und wie gesagt, er vergammelt nicht. Er wiegt nichts. Und ihr seht, er vergammelt halt auch gefühlt null. Ihr seht selber, dann werdet ihr schon hergestellt. Lagern könnt ihr natürlich das ganz angenehm hier im Kühlschrank. Da könnt ihr alles hier reinpacken im Kühlschrank. Dann gibt es natürlich hier auch ein Eierlegeintervall. Wie gesagt, mit diesen Eiern, jeder Dino hat ein spezielles Dino, was er frisst. Da könnt ihr praktisch aus 8 Eiern, je nachdem, das ist auch ein Duro-Dex, werde ich das nochmal kurz ansprechen gleich. Da könnt ihr natürlich auch gucken, okay, es sind 8 Eier, was mein Dino frisst. Und von diesen 8 Eiern kann ich praktisch auch dieses Kibbel herstellen. So, wir sind wieder standardmäßig auf der Seite Durodex angelangt und da werde ich euch das Kibbel erläutern. Wie gesagt, hier seht ihr Kibbel, ihr geht auf Kibbelliste. So, und jetzt wird natürlich mir schon das Kibbel angezeigt, was zum Beispiel hier gefressen wird. Es ist zum Beispiel ein Dilo, Dodo, Fedelite, Kaido, Kuh, Lystrosaurus, Parasaurus und eine Vulture, eine Krähe. Die legen die Eier. Dazu braucht ihr gekochtes Fleisch. Immer so ein Stück für ein Ei, also dann braucht ihr noch 10 Amarbeeren, Majorbeeren, Tintobeeren, Fiber, Wasserskin, also Wasser praktisch, ein Wasserbehälter. Ob es ein Lederbeutel ist, eine Glasflasche ist oder eine Feldflasche aus Polymer, wie gesagt vom Fabrikator, ist egal. Es ist jetzt nicht wichtig. Der braucht ihr noch ein Ei von dieser jeweiligen Dino-Sorte dazu, damit ihr diese Dinos hier unten zähmen könnt. Klar, ihr macht ein bisschen unsinnig, ein Pinguin-Ei erstmal zu brauchen, damit wir einen besseren Pinguin zähmen zu können. Aber so alles lässt sich das fortführen. Zum Beispiel hier der Ankylosaurus könnt ihr die Eier herstellen und könnt auch wieder einen High-Level-Ankylosaurus zähmen. Ihr seht, Cooked Meat Jerky, zwei Mais, zwei Kartoffeln. Wie gesagt, Cooked Meat Jerky ist praktisch Geräucherfleisch einfach. Dann gibt es noch ein Prime Meat Jerky. Das ist einfach nur ganz einfach. Das werde ich im Spiel auch nochmal erläutern. Das ist einfach nur Fleisch. Also normales Fleisch zum Beispiel hier. Das hier in einen Räucherofen mit Öl und Zimtpulver. Und dann wird das mit der Zeit getrocknet und wird zum Cooked Meat Jerky. Genauso auch das Prime Meat Jerky, das ist das gleiche, es ist einfach nur rohes Filet, also gekochtes Filet dann mit Zimtpulver und Öl im Räucherofen und wird dann mit der Zeit das. Ihr seht auch selber, hier wird auch, wie gesagt, Blumen angegeben, was halt ihr so ein bisschen braucht, zum Beispiel auch Honig, also für gewisse Dinos braucht ihr immer unterschiedliche Sachen, aber lilane Beeren und Fasern und Wasser ist fast immer so das Grundding. Manchmal kommt noch was anderes dazu, aber das sind so Fasern und Wasser ist eigentlich fast immer der Wert und lilane Beeren, was ihr fast immer benötigt. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Räucherfleisch. Der eine oder andere wird sich denken, Räucherfleisch, wie gesagt, ich habe hier das Öl. Dann habe ich hier das Zimtpulver. Zimtpulver wird hergestellt mit Feuerstein und Stein, also wie gesagt, Stein und Feuerstein im Mörser oder auch im Chemielabor. Hier bekommt ihr natürlich ein Drittel mehr raus. Ihr seht selber, wenn ich jetzt praktisch, ich muss natürlich das wieder auch freischalten, auch sonst würde das nicht funktionieren. Aber das hier ist der Mörser, das ist das allergleiche wie diese Chemistry Bench hier. Ihr seht selber, ich brauche hier einfach 8 Feuersteine. Zimtpulver, dann packe ich das hier rein. Öl ist momentan nur unter Wasser zu finden. Man sieht so Ölflecken und es ist halt immer unterschiedlich. Oder es gibt auf gewissen Maps so Ölflecken, so Ölsteine, wo man natürlich eine Ölpumpe draufsetzen kann. Aber dann seht ihr selber, dann wird es mit der Zeit hergestellt als Räucherfleisch. Ist auch cool, wenn man Höhlen erkundet, da natürlich es sehr viel länger hält, auf jeden Fall, muss ich sagen. Und das angenehm ist. Wie gesagt, Räucher kann man rein. Genauso auch Drachenmilch kann man leider nur in der Räucherkammer platzieren. Es ist unlogisch, zwar im Kühlschrank nicht, aber es ist halt von Aug vielleicht so gewollt. Also nur Drachenmilch kann man auch hier reinpacken. Leider nur in der Räucherkammer. Ansonsten jegliche Art von Fleisch. Ihr könnt auch Beeren, alles reinpacken. Es ist so praktisch das Erste, vor dem Kühlschrank einfach eine Räucherkammer zu bauen und da seine Sachen ein bisschen rein zu stacken. Wenn ihr natürlich sagt, okay, Dinos Pan würde ich euch empfehlen auf 0.1, dann natürlich dieser Spielstand nur läuft oder beziehungsweise aktiv ist und die Timers sozusagen nur zurückgesetzt werden, wenn ihr spielt, empfiehlt es sich schon dadurch zu sagen, okay, ich will gerne auf 0.1 den Paarungsintervall auf jeden Fall haben, damit ein T-Rex praktisch das Weibchen ein 40 Minuten Cooldown hat und dann wieder ein
beizeugen kann. Denn sonst auf 1.0 kann es auch gehen 2 Tage dauern gefühlt und ihr müsst 2 Tage warten, bis die Zeit abläuft und damit ihr wieder Eier blüht. Deshalb 40 Minuten ist schon sehr, sehr, muss ich sagen, eine gute Zeitsetzung auf jeden Fall. Oder ein Drachen, 40 Minuten, glaube ich, natürlich sind es 30 Minuten, je nach Dinos ist es ein bisschen unterschiedlich. Seht selber, die legen natürlich schön Eier und er sieht selber bereit zur Paarung, schon wieder um 15 Minuten geht es wieder weiter und die Türe kommt wieder schnacken. Ich muss sagen, wenn man alleine ist, ist es sehr angenehm auf jeden Fall. Hier die Eischlüpfgeschwindigkeit, die will ich vielleicht ein bisschen hochstellen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ihr könnt es natürlich auch standardmäßig lassen, denn jedes Ei wird ausgebrütet. Wie gesagt, also nicht jedes Ei, aber gewisse Dinosorten haben Eier zum Ausbrüten. Gewisse Dinos gebären sich natürlich ganz normal wie jedes Kind, wie gesagt, im Bauch drin und dann kommt es raus einfach ganz normal. Aber auch die Eischlüpfgeschwindigkeit 10.0 bewirkt, damit ihr ungefähr nur gefühlt für ein Giganotosaurus, das ist der größte Fleischfresser in der Arge, einfach nur gefühlt 10 Minuten warten müsst oder glaube ich 10 bis 12 Minuten und dann ist das Ei draußen, ein T-Rex so gefühlt 2 Minuten, dann ist das Ei natürlich draußen. Wie gesagt, näher ist dazu gleich jetzt im Video, weil ich dazu noch euch was zeigen will mit den Klimaanlagen. Für jeden gibt es aber hier diese Klimaanlagen hier, wo man hier die Eier auch hinlegen kann und dann brüten die natürlich auch aus. Man braucht so im Durchschnitt 8 Klimaanlagen, da kann man die Hirschen gechillt ausbrüten. Bei Drachen braucht man vielleicht sogar 9 und je natürlich auch, wenn man auf H klickt, immer auch Umwehung. Ihr seht, wir haben jetzt hier 20 Grad. Wie gesagt, wenn es ein bisschen kälter ist, braucht man ein bisschen mehr. Und wenn es ein bisschen mehr ist, natürlich geben wir das ein bisschen weniger. Das Einzige ist der Felsendrache, der Rock Drake, der braucht bis zu 18 Klimaanlagen. Ihr seht auch selber, ich habe hier 8 Klimaanlagen komplett ineinander gesteckt, wegen Platz technisch und alles. Und es funktioniert halt. Also es ist nicht wichtig, es soll in einem gewissen Umkreis nur sein, also vielleicht nicht maximal so ein Feld auseinander, dass praktisch das auch ein bisschen nah genug zusammen ist, damit die Jungs auch hier ausbrüten. Ihr könnt aber auch als alternative Lagerfeuer benutzen, das sind zwar die hier, und ihr könnt auch als alternative diese Standfackeln benutzen, die wir natürlich auch mitgehen. Wir bekommen nicht ganz so viel Hitze hin wie in die Klimaanlage, denn es gibt auch Dinos, die etwas wie dies kalt haben wollen, aber mit der Fackel kannst du es natürlich nur heiß machen. Dann brauchen wir noch die Baby-Wachstumsgeschwindigkeit. Nicht wundern, die auf 2.0, weil ich da was testen wollte für ein Projekt. Die würde ich nur auf 0.8 machen, damit die kleinen Tiere etwas langsamer wachsen und ihr deshalb ein bisschen mehr Zeit habt, sie zu prägen. Und zwar müsst ihr den Babyknuddel, wollen wir mal Multiplikator standardmäßig auf 1.0 lassen. Für ein Video auch wieder nur drunter gemacht. Und zwar, wie gesagt, das ist das Prägung, das ist ein Prozentsatz, was euer Dino durchs Prägen zubekommt. Denn Dinos, wenn Kleintiere auf die Welt kommen, das zeige ich euch gleich im Video, bekommen immer einen Prozentsatz dazu, einen gewissen praktisch. Wenn ich jetzt sage, ich präge jetzt ein Dino mit 1.0, dann bekommt ihr 100% dazu. Nicht jeder, denn dieses Thema ist ein sehr komplexes Thema. Ich muss sagen, das Prägen ist wirklich cool und Fluch zugleich. Denn ein kleinster Dino, zum Beispiel ein Kompi, und ein größer Dinosaurus, ein Giganotosaurus, könnt ihr mit gleichen Werten nie auf 100% bringen. Es funktioniert einfach nicht. Weil jeder Dino sich einfach anders da verhält und anders da wächst und je nachdem anders da praktisch gedeiht. Deshalb würde ich sagen, 1.0 ist gut. Lieber ein bisschen kleiner die Wachstumsgeschwindigkeit und auf 0.8 lassen, damit der Dino sich ein bisschen mehr Zeit hat, auch zu entfalten. Denn Dinos fressen erst an einem 10%igen Wachstumsstadium aus dem Futterdruck. Da gibt es Futterdrucke für Dinos, damit die praktisch Beeren und Fleisch reinpacken können. Dann fressen sie automatisch. Ansonsten fressen sie nur das, was im Inventar ist. Und ist im Inventar leer, ist ein Futterdruck leer, dann werden sie mit der Zeit verhungern, verlieren Leben und werden sterben. Da könnt ihr die Frissgeschwindigkeit von Dinos ein bisschen auf 0.8 machen. Ist ein bisschen angenehmer auf jeden Fall für euch zu spielen. Wenn sie klein sind, ihr seht ja selber, wenn ich jetzt links auf das Herz schaut, da ist ja so ein Futterdrucksymbol. Und zwar sind die Futtertrüge, die habe ich ja gerade gesehen, genau, die sind hier drin. Da wenn ihr das Essen reinpackt, werden die Dinos hier automatisch fressen. Alles, was in Reichweite ist. Beim Otter sieht man es ja auch ganz klein. Der zeigt es manchmal nicht ganz, aber hier sieht man es schön bei den Herzchen. Da ist oben so ein Futterdrucksymbol. Und Dinos ab einem Reifprozent unten, bei 10% fressen sie selbst. Dann vielleicht den Tagzyklus könnt ihr auf App noch 1.0 lassen. Aber die Taggeschwindigkeit könnt ihr auf 0.5 oder 0.6 lassen. Das ist euch überlassen. Damit der Tag einfach an sich ein bisschen länger dauert. Klar, die Nacht ist cool, die Nacht habe ich auf 2.6, einfach nur für die Videos, aber ich würde die mindestens auf 2.0 lassen, weil sonst müsste er übel in der Nacht rumrennen und nur mit Fackel ist das ja sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall, muss ich sagen. Also wie gesagt, 0.5 ist cool für die Tageszeit, 2.5 ist gut für die Nachtzeit, muss ich sagen, dann vergeht die Nacht in 10 bis 15 Minuten Takt und ihr könnt dann hier wieder ganz normal weiterspielen. Das ist einfach, wie gesagt, am Tag kannst du halt wirklich farmen und bauen und nachts ist halt übelst der Krampf, muss ich sagen.
empfehlen kann, ist zwar die Item-Verfallszeit. Die ist standardmäßig nochmal auf 1.0 und es ist so 20 bis 30 Minuten, bis eure Items, wenn ihr gestorben seid, praktisch oder weggeschmissene Sachen stirbt. Also weggeschmissene Sachen haben einen anderen Respawn-Timer und eine Item-Verfallszeit wird damit gemeint, praktisch wenn ihr stirbt und euer Beutel weg ist. Wenn ihr den Item-Verfallszeit auf 8.0 habt, so habt ihr zum Beispiel jetzt ich einfach mal angestellt, habt ihr gut 2 Stunden Zeit, damit eure Sachen nicht verschwinden, weil solltet ihr blöd ganz weit weg gestorben sein und braucht doch eine halbe Stunde, bis ihr dahin kommt, damit eure Sachen einfach nicht verschwunden sind. Wenn wen es interessiert, praktisch, was mein T-Rex an Schaden macht, schwebenden Schadenstext anzeigen, einfach dieses Häkchen reinmachen, dann seht ihr, wie viel Schaden euer Dino macht. Macht Schaden an dem feindlichen Dino, ihr seht selber, da sehe ich, okay, der macht jetzt 200 Schaden, aber nur wenn ihr praktisch ganz unten die Schadenszahlen, die es euch am Anfang gezeigt haben, auch aktiviert ist. Das war's für diesen Video. Ich werde jetzt noch am Schluss eine XP-Run-Folge aufnehmen für ein extra Video, damit ich euch das zeigen kann. Wenn ihr einer sagt, okay, ich will jetzt so gern schnell leveln, damit ich auch so schnell wie es geht auch die Level freischalten kann, auf jeden Fall, dann machen wir das so. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch somit weiterhelfen, die meisten Fragen abdecken, da ich eigentlich einige Fragen noch mit reingepackt habe, die oft gestellt wurden. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht beim XP-Run-Video, das ich am Ende des Videos veranlicke. Ich werde es auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einem weiteren Let's Play. Bis dahin und ciao, Leute. Over the edge, feel like I'm floating.